Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 15 Sekunden. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Danke für euren Support. Ich habe auf jeden Fall gleich noch eine sehr, sehr wichtige Info zum Travis Scott Skin. Aber schauen wir uns erst den neuen Shop an. Ich bin gespannt. Okay, hat der Leak gestimmt? Und Terminator ist einfach nicht für Echtgeld im Shop. Krass. Ich muss sagen, der Skin sieht sehr, sehr heftig aus. Wurde ja gestern Nachmittag gegen, ich glaube, 16 Uhr oder so geleakt. Dazu habe ich ja auch ein Video rausgehauen. Ansonsten haben wir Sumpfmann auch wieder zurück. Das Paket wird mittlerweile schon echt langweilig. Okay, Pizza Party hat ein neues Hintergrundbild bekommen. Ich glaube, hier ist ein kleiner Fehler am Start. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Alter, krass. Sarah Connor ist hier am Start, hatte hier zwei Stile, hat sogar zwei Stile. Sieht sehr, sehr schlicht aus. Dann haben wir hier den zweiten Stil. Sieht auch echt cool aus. Ich glaube, das wird der neue Schwitzer-Skin. Schreibt mal eure Meinung zum Skin in die Kommentare. Dann haben wir hier die passende... Was ist denn das? Das ist das Backbling? Krass. Aber was kann das? Das ist reaktiv. Ah, warte mal. Ich glaube, die Hände könnten sich eventuell anfangen zu bewegen. Ist auf jeden Fall cool. Also ich finde das Set mega, mega nice. Vor allem, gönnt euch mal diesen Skin. Also das ist wirklich krass. Der gefällt mir echt gut. Aber er ist oben halt ein bisschen zu breit, aber ansonsten echt sehr, sehr heftig. Okay, okay. Also das Backbling, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Das werde ich, also wenn ich es besitzen würde, würde ich das niemals spielen. Es passt zwar zum Skin, aber es ist einfach viel zu breit. Dann haben wir hier die passende Spitzhacke. Spitzhacke? Okay, das ist interessant. So eine kleine Spitzhacke habe ich noch nie gesehen. Also, okay, das ist sehr verwirrend. Wir haben hier einen weiteren. Ist das hier eine Spitzhacke? Ja, doch, Erntewerkzeug. Doch, ist einfach eine Spitzhacke. Hat die auch Stile? Nee, Sarah Connor ist die einzige, die Stile hat. Auch nicht schlecht. Also das ganze Set ist wirklich nice. Und dann haben wir hier ein Emote. Was ist das hier? Oh, lasst ein Like da. Die sagt, wir sollen ein Like da lassen. Ich hoffe, ihr habt auf ehren Like da gelassen. Cooles Emote. Eine brennende Hand. Ist aber auch... Ist das ein episches Emote? Okay. Was kostet der Spaß einzeln? 1,8. Würde ich jetzt nicht machen. Würde ich jetzt eventuell das Set kaufen. 1,5 kann man machen. 800 kann man auch machen. 300 für das Emote. Okay. Das ist entspannt. Auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde sagen, schauen wir uns kurz mal die wichtige Info zum Travis Scott Skin an, denn das Ganze wurde zu der Shop API hinzugefügt und das heißt, dass wir den Skin sehr, sehr bald in den Shop sehen, also dass er bald in den Shop reinkommen wird, sehr, sehr bald, eventuell morgen, übermorgen, aber falls ich dann da richtige, hundertprozentige Leaks habe, wann der reinkommt, dann werde ich dazu ein Video hochladen. Heute um 16 Uhr soll ja auch ein Video zum Travis Scott kommen und ja, das ist hier so die wichtige Info, der wird auf jeden Fall noch die kommenden Tage dann reinkommen. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts Besonderes. Highskin. Ja, ja, es geht. Hat die zwei Stile einmal mit, oder? Warte mal. Ja, genau, dieses Hinterteil ist einmal hier dran und einmal hier nicht mehr. Dann haben wir hier, was gibt's noch? Männliche Variante. Erinnert mich irgendwie an Ninja Skin. Wegen den Haaren wahrscheinlich. Ja, gefällt mir jetzt nicht so. Der ist heftig. Der Gleithai. Der ist schmackhaft. Was haben wir hier? Spitzhacke. Okay. Haifisch-Lackierung, die ist cool. Erinnert mich an die Predator-Lackierung, die es ja gratis im Battle Pass da gibt. Kaugummi-Bomberin, boah, die spiele ich echt viel zu selten. Die ist gar nicht mal so schlecht. Hat hier ein paar Kaugummis drin. Dann gibt es hier die passende Kaugummi-Knüppelhacke. Die ist cool. Da bläst sich der Kaugummi immer weiter auf und dann platzt er. Was haben wir hier? Ja, das ist ganz in Ordnung. Ansonsten haben wir hier nichts mehr im Set. Ich glaube, dass wir auch irgendwas Seltenes haben. Kommen wir auch schon mal direkt dazu, bevor wir das hier noch vergessen. So, wir haben heute, ich bin gespannt, ob wir was Seltenes haben. Ne, 132 Tage. Und das ist der Sumpfmann hier. Ist nichts Besonderes jetzt. Nicht so krass, ultra selten. Er war auch schon echt oft im Shop da gewesen. Dann haben wir hier das passende Backbling. Auch nichts Besonderes. Die ist gar nicht mal so schlecht für den Preis. Dann haben wir hier Papierflugzeug. Echt empfehlenswert. Heftiges Emote.
Dann gibt es hier noch kleine Schritte, ist ein Synchron-Emote, auch gar nicht mal so übel. Und zu guter Letzt Pizza Party, das verbuggte Emote, beziehungsweise das Bild ist verbuggt, aber chilliges Emote. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem etwas längeren Shop-Video.